Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vermehrs Live. Dann klicken wir auf weiter. Puh, ja, ab gestern, also ab Montag, war der schon ein heißer Tag, ne? Also, ja. Ziemlich warm. Ich dachte, das ist mein PC gewesen gestern, aber nein. Das war tatsächlich, Das war tatsächlich, oh, Krasimir ist total ausgetrocknet, alles klar. Wir haben 4 Wolle letztens gemacht, super. Gut, was ich jetzt mit euch weitermachen möchte, ist die Schafe, also das Schafs-Dingsbums weiterzubauen. Die Schafswolle, die werde ich hier mal irgendwo ablegen. So, auch im Beutel, aha. Weil, jetzt wissen wir ja, durch was wir am meisten Geld machen können. Und zwar durch Tabak, durch Zucker, und durch Wolle sowie durch Milch. Die 4 Produkte sind wichtig in diesem Spiel zu erlangen, um mehr Geld zu machen. Ja, alles andere ist bloß halt, ja, kann man den mal mitnehmen, muss man nicht. Und wie ich sehe, müssen wir wieder ein paar Eier kochen. Hehe, er hat Eier gesagt. Nein. So, hier mal ein paar Eier mitnehmen. Wir nehmen mal 8 Stück mit. Und kochen die mal. Und ich habe viel zu viel Mist. Ja. So, wir brauchen bloß eine Stündel und hart gekochtes Ei. Ja, haben wir noch genug Wasser? Genau. Wir haben genug Wasser. Und nochmal hart gekochtes Ei. So, das dauert das Ganze erstmal 5 Minuten. Und wir müssen auch langsam schlafen gehen, weil kann ich den einfach so hinstellen erstmal? Krass. Und da kann man Mist rein transportieren, so wie Wasser. Sehr gut. Ich will mal das Fass ausprobieren. Kann ich das nochmal in das Fass gießen? Ach, mit dem Eimer. Oh. Gut. Ich will aber erstmal mitnehmen. Genau. Ich will es erstmal woanders hinstellen. Hier drin ist ein bisschen schlecht. Draußen wäre am besten. Es regnet, ne? Kann man das so wie eine Regentonne Regen sammeln? Das wäre echt super. Wenn das gehen würde. Ah. Ja, so. So viel Wolfspelz hier. Meine Güte. So, dann schlafen wir erstmal bis zum nächsten morgigen Tag durch. Denn wir wollen ja weiterbauen an das Schafsgehege. Sind wir noch nicht fertig. Noch nicht ganz so fertig. So. Denn wir sind noch nicht fertig mit unseren Arbeit. Wir haben noch so viel zu tun. Aber ich muss noch gestehen und zugeben, dass wir kurz vorm Ende sind. Das bedeutet, so viel wie, dass wir das Spiel bald beenden werden. Weil hier nicht mehr viel zu tun gibt. Außer nur noch Geldmacherei. Also sozusagen die Tiere fressen geben jeden Spieltag. Abernten jeden Spieltag. Und die Frau des Lebens, also hier im Spiel, glücklich machen. Sie möchte nämlich auch jeden Tag
3000 oder weiß ich nicht wie viel, immer so um die 3000 Money haben, Geld und dann noch irgendwas in der Richtung, wo ich dann sagen kann, ja, das Spiel wird bald beendet sein. Eine Frau zum Schluss nur noch heiraten. Dann ist sie bei uns. Zahlt automatisch die Lichterreparaturen. Also die Stromrechnung. Mensch, was erzähle ich denn immer mal da? Also, die zahlt für uns automatisch. Das Strom. Hier, Licht. Ne? Für die Licht. Für das Licht. Wenn ich diesen Hof mal komplett ausleuchte. Täglich. Zahlen wir. Ja. Ich habe aber keine Ahnung, wie man. Ob dieses Dings hier, diese Vogelscheuche so wichtig ist fürs Feld. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Um die Krähe fett zu halten, weiß ich nicht, ob da drüben, wenn ich da drüben ein Feld anrichte, ob da, ja, weiß ich ja nicht. Das werde ich nur offscreen sehen können. Also sozusagen, wenn ich dieses Spiel beendet habe für die Aufnahme. Also nach der Heirat ist dann sowieso komplett Schluss, weil ich habe ja mein Ziel erreicht. Ich habe alles auf dem Hof gemacht und so. Ist nur noch Nachwuchs legen lassen, Milch abzapfen, Schafswolle jeden Tag holen, die Hühner begrabbeln, die Eier wegnehmen. Das hört sich ein bisschen komisch und weird an, ja, ich weiß. Ist aber wirklich so. Und man bewirtschaftet nach jedem Winter das riesengroße Feld mit Tabak und Zuckerrüben, tatsächlich. Mehr ist dann nicht mehr zu machen. Sozusagen, das ist dann nur noch eine Geldschaufelauferei. Geldschaffelerei, ja. Ach ja, eigentlich wollte ich ja noch mehr solche Dinger hier haben, also Bienenstöcker. Wollte ich ja bis da hinten durchziehen, ne? Dass wir mehr Bienenstöcker haben. Aber das brauchen wir nicht. Wir haben mehr als genug. Wir müssen bloß zusehen, dass wir, also ich muss in dem Sinne zusehen, dass viel Futter da ist. Und ja, wo ist denn das Dach? Habe ich überhaupt schon Dach gekauft? Oder muss ich erst? Dacheli, wo bist du? Oder ich habe schon Dach, glaube ich, gekauft. Ja, komm, wir haben Dach schon gekauft. Wir gucken mal, wie viel Sprit ist drin. Genug Sprit. Gut, dann fahre ich mal mit euch zum See. Nee, Sägewerk nicht, aber zum Markt. Zum Markt, um zu schauen, huch. Wegen Dächer. Man kann ja bloß pro Spieltag 30 Dächer kaufen. Also hier, bei den. Was ist das denn hier? Wo ist mein Anhänger? Habe ich das abgekoppelt? War ich so doof und hab's abgekoppelt? Oh mein Gott. Oh. Einmal Spiel mit Profis, ne? Ich mach hier Sachen. Da bleibt hier die Spucke weg. Voll widerlich. Aber ist wirklich so. Okay, dann muss ich jetzt mal hier kurz an der Seite ran. Lalalala. So, ein Gang runter. Noch ein Gang runter und dann mal da ran boppeln. So. Dann einmal hier einspannen. Den ersten Gang wieder reinlegen. Bremse. Und dann mal hier nochmal auf den Markt fahren. Oh Mann. Warum mir solche Sachen passieren? Immer mir. Ich bin auch ein Vollhorst und Vollprofi, ne? Bitte nicht kommentieren, Dankeschön. Das wäre mir herzallerliebst, wenn das niemand kommentiert. Und ich kann nicht hüpfen. Das regt mich auf in diesem Spiel. Ich kann hier nicht hüpfen. Ich kann so viel Leertaste drücken, wie ich will. Ich will hüpfen. Okay, 30 Stück. Mehr braucht man nicht.
3 Glühbirnen nehme ich wieder mit. Wie können wir eine Grammophon mitnehmen eigentlich? Aber nee, dann ist ja mein Geld alle. Nö, mache ich nicht. Halt, da war noch eine Glühbirne. Hier. Ach Mann, ich kann hier... Ich will so gerne hüpfen, aber das Spiel sagt nein. Bleib weg von mir. Nein, aus, voll. Ich will nicht geschlagen werden. Ich will auch dich nicht schlagen. Lass mich in Ruhe. Hey, was kann ich für tun? Ja, nix kannst du tun. Mir in Ruhe lassen. So, da haben wir ein bisschen Dach. So, mal einen zweiten Gang einlegen. Mal ein bisschen schneller aus der Potten kommen. Hätte den Anhänger auch sparen können, ne? Also, ja. Ich wollte nur mal sicher gehen. Kann das sein? Dann liegt Brett auf dem Boden. Warum auch immer. So, kann auch sein, dass das nicht reicht und ich da mehr Dinges brauche. Platz. So, dann werden wir auch mal hier heimleuchten. So, mein Freund. Bei dir ist auch mal so dunkel und zappenduster. Da würde ich gerne bei dir auch mal ein bisschen heimleuchten, ne? Mein kleiner Stinker. So. Hier, Dach fertig bauen. Das ist mir wichtig. Ach so, Mist, ich hätte mal die Bretter mitnehmen sollen. Dann können wir gleich nochmal hinfahren, weil ich wollte mit euch die Quest hier weitermachen. Schwein einreiten. 10 Sekunden lang sollen wir dann auf dem Schwein bleiben. Das wollte ich noch mit euch machen tatsächlich. Ja, irgendwie ist das hier sehr blöd. Aber egal. Hauptsache Tiere haben endlich mal irgendwas, wo sie schlafen können. Flauschi, dich mache ich erstmal kurz sauber, weil mit dir habe ich noch was vor. Nichts Böses, keine Sorge. Nur was Gutes. Und zwar möchte ich mit ihm einreiten, während ich Alkohol saufe. Und Regen reingekommen? Nö, überhaupt nicht. Also muss man tatsächlich selber gießen. Oh, wie gemein. Ich habe noch eine Farbe, wisst ihr schon. Und wo sind die anderen Glühbirnen? Ich nehme schon mal Alkohol mit. Ist bloß Schnaps. Reicht. Aber ich will es noch nicht benutzen, weil ich wollte erstmal einen kleinen zugebauten Zaun machen mit euch. So, komme ich an die Holzdings ran? Hier lagen noch Bretter rum. Hä? Wo ist das? Da ist ein Brett. Komm her hier. Kommst du, Papa? War hier noch ein Brett drauf? Nö. Außer vom Kopf? Der hat vom Kopf gesagt. Nein. Aus. Schluss. Vorbei. Husch. So, irgendwo war noch Bretter. Irgendwo halt noch welche abgelegt. Hier? Nein. Das waren alle Bretter? Ein Brett. Okay, da muss ich noch ein bisschen Brett kaufen. Muss mal ein bisschen Benzin nachfüllen. Benzin, weil ich ja ausgegeben habe, so viel. Muss ich wieder ein paar Bretter kaufen. Okay, wir nehmen 100 Bretter, das würde reichen. Ich hoffe, das Geld reicht auch. Bitte, mein lieber Freund, reiche mir deine Bretter für wenig Geld. Okay, macht er sowieso nicht, Arschloch. Ich habe nichts gesagt. Ich meinte wohlerzogenes, liebes, komische Mützengedöns. Reiche mir die Bretter. Dankeschön. Besser. Gut, reicht. Jetzt können wir nach Hause wieder. Ab nach Hus. Und dann mache ich mal das, was ich machen wollte. Und zwar kurz mal schnell hier was Kleines bauen. Ich hoffe, es funktioniert, dass ich da nicht rausfliege. Oder sonst irgendwas. Ich überlege mit Tür oder ohne Tür. Ich weiß es noch nicht. Es wird jetzt makaber, ja? Es wird jetzt richtig hässlich.
Weil ich muss leider das hier noch benutzen. Was? Wie, ich kann das nicht tragen. Meine Güte, leg doch was ab. Hier, ein paar Bretter ablegen. Aber nur eins davon, ja. So, sorry, dass ich manchmal ein bisschen zu laut bin. Wollte ich nicht, auf keinen Fall. So, dann holen wir eben mal raus hier schon mal. So, komm mal mit, mein Freund. Flauschi, komm. Na los, komm. Flauschi. Ich habe hier was Schönes für dich. Nein, haben wir nicht. Spoiler-Alarm. Ich möchte mit dir was testen. Ich hoffe, es funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. So, dann bleibt mal da. Noch ein Stück, komm her. So, einmal, zack. Kann hier das Tier hier... Achso, jetzt. Gut, nicht böse gemeint, Flauschi. Nee, ich bind dich nicht los, weil ich will mit dir was ausprobieren. Ich mach mal lieber so. Weil ich nicht weiß, ob der da ausflippt. Also, ne, es muss schon noch kleiner, kurzer Zaun. Nein, andersrum. Machen wir lieber nach innen. Weil ich keine Lust habe, da rauszufliegen. So. Es wird jetzt richtig interessantos, Polantos. Ich hoffe, meine Tür funktioniert. Türen kann ich nicht nehmen, weil... Ja, das wird schrecklich sonst. Nein. Normaler Zaun. Der muss reichen. Dann da näher ran? Ich hab das Gefühl, da bappt da näher ran. Okay. Flauschi? Ich hoffe, dir geht's gut. Für die Bretter reichen. Ich muss mal die anderen Bretter noch wieder zurückholen. Wo habe ich die jetzt abgelegt? Wo habe ich die abgelegt? Ich weiß, dass ich sie abgelegt habe. Ich weiß bloß nicht mehr, wo. Flauschi, Kopf, für die geht's gut. Ich hoffe, dir geht's wirklich gut. Ich hoffe, wir kriegen keine Probleme mit dir. Ich hätte noch drinnen sein müssen, ne? Oder komme ich so ran? Okay, warte. Flauschi, komme ich an dir ran? Ja. Kann ich da... Irgendwie nicht so, ne? Ah, verdammt. Wartet. So. Einen Moment. Oh, nein. Wehe, du haust jetzt ab. Wehe, du haust jetzt ab. Ich mach dich zu feindlichen Säuren. Flauschi? Nein! Oh, du dummes... Ich dummer Junge. Flauschi, kannst du bitte nochmal? Kannst du nochmal bitte? Oder ich muss ein bisschen größer bauen. Wäre, glaube ich, besser, ne? Ne, warte mal. Flauschi, komm mal her. Flauschi. Flauschi. Okay. Ja, kurz mal auf dich fahren. Wäre ganz gut. So, hier einmal bitte rein. So. Dankeschön. So. Ich bin gleich fertig mit dir, ja? Ich will bloß, dass du hier nicht abhaust. Warte. Ich nehme doch mal eine kleine Tür. So, was brauche ich denn dafür? Kleines Tor. Drei Schrott. Ich weiß gar nicht, ob ich Schrott habe. Muss ich mal gucken gehen. Habe ich noch drei Schrott? Ich hoffe, ich habe noch drei Schrott. Ja, ich habe noch drei Schrott.
Na, Gott sei Dank. Ich habe nicht allzu viel gesammelt, ne? Okay, kleines Tor brauchen wir unbedingt. Das muss ich dann so machen, genau. So. Mal kurz zumachen, ne? Also hier bauen. Und jetzt normaler Zaun dahin. Bapp, das nicht so richtig, ne? Naja, wenn kleine Lücken sind, ist ja nicht so schlimm, hoffe ich. So. Jetzt werden wir auf dich reiten, mein Freund. Jetzt ist genug Platz hier. Was zum Teufel? Achso. So, ne? Hier dürfte nichts passieren, hoffe ich. Drückt mir die Daumen. Und das nach 20 Minuten. Daumen. Bitte nicht. Ja, 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 ja. Es sieht gut aus. Es sieht richtig... Oh, die Tür. Die Tür. Oh mein Gott. Also schon länger als 10 Sekunden, oder? Eigentlich schon. Also läuft richtig gut. Ach, Flauschi, stell dich nicht so an. Ich bin total ausgetrocknet. Ja, interessiert mich nicht. Ich komme nicht mal in den Inventar, um dir was zu geben. Oh, hey. Er wird langsam wieder nüchtern. Nice. Schwein einreiten. Es hat geklappt. Nice. Gut gemacht, Kasimir. Sehr gut. So. Schweini, jetzt kannst du raus. Na los. Komm raus. Hast du fein gemacht. So, jetzt kannst du auch durch die Gegend laufen. Mein Gott, mein Kater drängt mich hier. So. So. Dann trink mal was. Essen gleich ein Stück Ei. Hallo? Ach, Gott sei Dank. Das hat er speichert. Wieder mal. Autospeicher willkommen. So, das kleine Ding lasse ich stehen, weil, ne, so als Erinnerung, was wir gemacht haben und getan haben, um die 10 Sekunden zu erreichen. Und jetzt müssen wir dann zu ihm hin und, warte mal, ich muss mal den Schweinefutter hier hinschmeißen. Was Flauschi macht, ist mir egal. Er kann hier rumlaufen, wie er fröhlich ist. Und wir fahren zurück zum Markt und geben ihm Bescheid, dass wir es geschafft haben, mit den Schweinen zu reiten. 10 Sekunden. So. Hallöchen. Huch. Kumpel. Reden wir. Nein. Gibt es eine Belohnung? Oh, cool. Das ist doch schön. Das ist nett von dir. Mhm. Kann ich helfen? Es gibt nichts Schöneres als der Wunder der Empfängnis. Alles, was es braucht, ist ein bisschen Sorgfalt und Geduld. Ich frage mich, ob du das tun kannst. Ich wette, das würdest du nicht. Zieh ein Schwein, ein Schaf oder ein Kind auf. Es kann sogar ein Fohlen sein. Wenn du erfolgreich bist, ändere ich meine Meinung für dich und gebe dir eine Belohnung. Sag ja. Alles klar. Neues Leben. Hatten wir schon so oft gemacht mit Neues Leben. Soweit ich weiß, funktioniert diese Dinge auf die gleiche Weise wie beim Menschen. Du brauchst ein Männchen und ein Weibchen. Etwas Ruhe und etwas Zeit. Und natürlich volle Bäuche. Dann Hunger ist nicht gerade förderlich für solche Spiele. Was? Okay. Ja, Stoller hatten wir schon gemacht. Das hatten wir schon gemacht. Eheringe haben wir auch. Orgeln in der Küche reparieren. Haben wir das schon gemacht, ne? Orgel. Was? Oh, ich hab Hühner. Warum gibt der mir Hühner? Einfach so.
Okay. Dann schicken wir die auf den Hof. Wenn ich Hühner bei habe, muss ich zum Hof. Ja, okay, der Spieltag rennt auch wieder davon. Der dritte Spieltag. Ja. Mit der Ernte wird wohl nichts. Wollte ich gerne mit euch zusammen machen. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wir machen es nicht. Weil wir ja kurz vorm Ende sind. Ja. So. Dann lassen wir die Hühner hier rumlaufen. Fressen haben sie. Alles gut. Ja, siehst du, wegen Fressen sollte ich vielleicht mal. Ja, doch, ne? Geld machen. Aber nicht, weil wir kurz vorm Ende sind. Nein, das lohnt nicht mehr. Ach, die Bretter kann ich doch. Hab ich die jetzt? Wo hab ich die jetzt? Da. Bretter kann man bei uns liegen lassen. Ist totaler Quatsch, die jetzt mitzuschleppen. Naja, auf jeden Fall, ja. Nein. Leg das weg. Ich mag die Ketten überhaupt nicht. Ja, ist das Einzige, was man noch machen muss, ne? Sich um die Tiere kümmern. Hey, bleib stehen. Ich hab doch nichts gemacht. Ich will dich doch bloß sauber bürsten. Also die Tiere, die wir hier gerade auf dem Hof haben, müssen halt nochmal ein Kind gebären, ne? Außer die Kälber, das ist ja wohl, ne? Ist ja wohl klar. Na Bulle, ist auch ganz schön zugenommen. Komm mal weg von der Frau, ich muss da mal ran. Komm mal mit. Komm her. Guter Junge, guter Junge. So, hier mal sauber machen. 10 Monate. Sie hat aber noch 3 Monate vor sich. Oh, oh, oh. 3 Monate hat sie noch. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. 3 Monate hat sie noch vor sich. Aber sie ist schwanger. Und wird das Kind nicht mehr gebären können. Sie hat noch 23 Monate vor sich. Und sie hat noch 2 bis 3 Monate, bis das Kind geboren wird. Sehr gut. Und hier hat auch noch, ist schwanger und noch 11 Monate. So. Also, ja, das wird Zeit mit sich bringen. Auf jeden Fall haben wir schon mal alle gesäubert. Bis auf die Schafe. Ja, genau. Ja, das Gehege muss ich auch noch. Bla bla bla. Theoretisch hätte ich es ja auch so machen können. Immer schön 10 Tiere rein. Aber nö. Na du. Sieht auch sehr gut aus. Wie sieht sie mit Fressi Fressi aus? Muss ich da noch was reinprügeln? Anscheinend, ne? Ja. Da. Die ist schon schwanger, ja. Die ist auch schon schwanger, ja. Sehr gut. Und die ist noch nicht. Okay. Theoretisch könnte ich ja noch abscheren. Eigentlich müsste ich die auch rauslassen, ein bisschen laufen lassen, ne? Aber theoretisch muss ich aber nicht. Ich könnte mal einmal mit der Mistgabel durchrennen. Den Hühnern geht es hoffentlich auch gut. Ja. Dort und verfault. Habe ich einfach so 2 Hühner geschenkt bekommen. Auch nicht schlecht. So. Sind wir schon wieder bei 30 Minuten?
Meine Güte. Das hier möchte ich noch, ach, brauche ich nicht mehr. Wäre totaler Quatsch. Jetzt noch irgendwas auf den Hof noch was zu machen. Okay. Einzige, was ich jetzt noch machen werde auf dem Hof, ist halt erstmal Benzin einpacken, Alkohol wegstellen. Ich werde ein bisschen mit euch was machen. Ich bin ja mal nicht so, ne? Ich werde noch einmal mit euch den Hof erstellen. Auf der anderen Seite aber. Oh, weg mit den Ketten. Ich kann die Ketten nicht leihen. Ich weiß nicht warum, das sieht so makaber aus, wenn man die damit anbindet. Aber andererseits ist es sehr gut, dass man damit erstmal Tiere stoppen kann. Die Bürste muss ich immer bei haben. Wärmender Tee muss ich immer bei haben. Eimer muss ich immer bei haben. Hammer nicht immer, aber die Bürste auf jeden Fall. Und die anderen Sachen auch. Okay. Als erstes muss ich den hier erstmal abkoppeln. Einmal lösen. Als nächstes brauche ich Benzin. Nicht jetzt zum Nachfüllen, sondern um zu fahren. So, als erstes brauche ich dann erstmal den hier. Und kann ich das Feld da hinten nicht machen. So, dann bringe ich den mal in der Stellung. Ja, schon mal Rüben hinbringen. Ich werde es mit Vorspulung machen. Das Feld hier vorne werde ich nicht mehr benutzen. Das bleibt so, wie es ist. Als Deko. Ja. Ich habe es mir jetzt gerade ein bisschen anders vorgestellt. Okay, einen Moment. Ich fahre mal kurz zum Markt und dann wieder zurück. Geht ein bisschen Benzin drauf, ist mir aber egal. Und zurück. So, und dann kommen wir auch nach links. Mein Gott. Hier. Ersten Gang. So. Solche Lämpchen werde ich wohl... So, und dann muss ich den hier in eine Stellung bringen. Mähwerk nach unten. So. Und dann fange ich hier an, erstmal alles frei zu mähen. Moment mal. Ich brauche auch, bevor ich anfange richtig, brauche ich auch noch die Schaufel. Um die Steine und sonstigen Kram wegzuräumen. Schaufel brauche ich. Sorry. Mal hier ein Stück davon essen. Genau. Die Schaufel. Und ich glaube, die Zeit reicht für diesen Spieltag nicht mehr aus. Ah, verdammt. Na gut, ich fange jetzt auch mal an vorzuspulen. Bis ich zum Bett komme.
Jo, da sind wir wieder. Wir haben, ja, also ich habe zum Beispiel geschafft, die Quest zu meistern. Hier, bring ein Tier auf der Welt. Bla bla bla. Alle Tiere werden bald sterben. Ja, danke für die Info. Wir haben auch ein kleines Problemchen. Und zwar habe ich jetzt viel zu viel Gras für das ganze Unterfangen. Zu viel Futter für die Tiere. Ja. Zu viel Futter für die Tiere. Ja, ich weiß, man kann die bündeln, bla 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 bla. Ja, aber irgendwie muss jetzt auch das ganze Gras runter. Ich habe nämlich sehr viel Gras entfernt vom Boden. Jetzt muss es nur noch gepflügt werden. Nicht hier grubbert. Grubbern ist hier nicht, aber pflügen. Ja. Habe ich erstmal sehr viel Rasen geschnitten. Und dieser Rasen, das kann ich nirgendwo einlagern, so richtig. Höchstens bündeln und erstmal eine Scheune reinschmeißen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Aber dann ist die Frage, werden die... Ja, werden die halt verrotten? Echt jetzt? Schon Bienenzeit? Och nö. Jetzt schon die Bienen? Ich will aber nicht. Du musst aber. 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 Ich will aber nicht. Okay, ich höre schon auf. Ja, stimmt, wir haben jetzt Juni, März und April. Kann man ja. Genau. Gut, dann fahre ich jetzt mal mit dem Fahrrad los und gebe erstmal die Quest ab auf dem Markt. Bei Philipp. Heißt er so? Philipp? Ich glaube ja. Hallo Philipp. Ach Quatsch. Ja. Die Belohnung. Gut. Neues Leben. Der hat mir Zeraten, glaube ich, gegeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag meine Haustiere. Und das ist manchmal ein großes Problem, wenn du sie verkaufen musst. Vor allem, wenn du weißt, was danach mit ihnen passiert. Jeder echte Züchter sollte damit umgehen können. Also fordere ich dich heraus. Gehe zur LPG und verkaufe eines deiner erwachsenen Tiere. Der würde mich ärgern, ne? So, was habe ich bekommen? Eine Zigarette. Oh, shit. Zigarette. Da muss ich erstmal kurz nach Hause gehen und gucken, ob jemand kurz vorm Sterben ist. Wenn ja, dann kann ich es tun. Dann muss ich es sogar tun. Noch ein männlicher Bulle? Ja, okay, dann haben wir zwei. Ist nicht so schlimm. Du hast noch 3 Monate, meine Dame. Kommen Sie mal bitte mit. Wer noch? Okay, die anderen sind noch gut. Komm mal mit. Egal. So, dann mal fahren mit der... Und dann ab nach LPG, weil ich muss sie jetzt laut der Quest leider verkaufen. Auch wenn die Fettheit noch nicht auf 100% ist, ist egal. Hauptsache ich mache die Quest. Das ist die Hauptsache, ne? So. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Möge dir noch die 3 letzten Monate ein neues Kind gebären.
Das wünsche ich dir noch. So, mein Freund. Abschied ist so schwer. Aber das kennen wir ja. Das ist nichts Neues. Ich würde gerne weiter mit dem Feld verfahren, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. So. 13. Meine Güte. Ja. So, haben wir den jetzt nun überredet? Okay, kurz nach Hause. Warte mal, wo ist, ja, zu Hause. Aber Moment. Fahrrad. Mit ihm geht's schon ein bisschen schneller. Ich muss mal gucken, ob ich das geschafft habe, ihm zu überreden, oder ob ich irgendwas übersehen habe. Hallo, du siehst so unglücklich aus. Reden wir. Ich könnte den ganzen Tag so bla bla bla. Gut. Organist wird dringend gesucht. Ich habe es nicht geschafft. Mit Gift, ne? 3000 Geld und 10 Hühner. Ja, ja. Muss ich noch mit ihr reden? Rennen machen? Brauchen wir eine? Kämpfen? Nee. Reden wir? Ich sehe, du willst reden. Du kannst hier deine Arbeit verlieren, wenn du redest. Dankeschön. Sehr liebreizend. Wir gehen auch mal zu Philipp, ne? Ich vermute mal, ihm zu überreden, wäre nur eine Lösung. Wenn die Quest nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe, ja? Dann brauche ich mit ihm eine? Mal gucken. Na, schmeckt's? Habe ich dich überredet? Nein? Okay. Dann lass mal einen kleinen Tanz üben. Warte. Vorher was essen. Komm, lass mal kämpfen. Ich bin zu nüchtern, um mich hier und jetzt zu prügeln. Habe ich was dabei? Nein. Er ist zu nüchtern. Warte mal, hat er das gesagt oder ich? Also, mein Charakter. Ich müsste mich zuerst betrinken. Okay, warte. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg, 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 weg. Okay, dann hole ich mal hier... Einen Moment, muss mal hier ein bisschen leiser... Ein bisschen leiser drin, ne? Sorry, wo ist hier? Die hat doch hier zwei Flaschen, ne? Für Billiggeld. Gut. Dann, nein. Mit dir kämpfe ich nicht. So. Okay. Aha. Aha. Okay, wer hat den blockt? Mann, hör auf zu blocken. Au. So. Krieg ich was von ihm? Jo. Kostenlos Äpfel. Woo. So. Steht er wieder auf?
Frag mich, ob ich ihn jetzt überreden konnte. Unser Priester wird sicherlich wissen, was zu tun ist. Ja, okay, dann nicht. Achso, Werkzeug. Moment. Kann ich... Geh weg von mir. Nein, geh weg von mir. Ich habe schon einen Kampf gehabt. Zwungenermaßen musste ich kämpfen. Weil ich wissen will, ob er jetzt nun... Okay. Funktioniert nicht. Weder das eine noch das andere. Ich glaube, ich muss irgendwie eine Quest antriggern. Wir müssen erstmal zur Kirche. Hier. Gut. Dann gehen wir mal ran zum Priester. Mal gucken, ob wir da irgendwas mit ihm reden können. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir da irgendwas vergessen haben. Bei dem Priester. Priester? Reden. Habe ich irgendwas vergessen? Ehringe sind da. Orgel in der Kirche ist repariert. Stoller hat den Priester auch gebracht. Irgendwas vergessen. Irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Orgel ist repariert. Wir brauchen bloß nur noch einen Spieler. Und das ist Philipp. Stoller haben wir zurückgegeben. Was? Fliegen? Zzz. Kurz fliegen gehört. Mal kurz mal runter. Ja. Irgendwas muss ich vergessen haben. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich hier noch irgendwas reparieren? Reparieren. Irgendwas, keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus, was ich machen soll. La 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 la. Außer in Hessel in den Spiegel gucken. Und das komische. Ach, ich kann hier drin schlafen. Ja, warum nicht in seinem ekelhaften, dreckigen Bett? Na toll, jetzt bin ich rumgelaufen. Ist hier überhaupt was drin? Wozu habe ich dir das überhaupt gebaut? Wenn er eh nicht, ja. Ja, ist nichts. Mal kurz zum Markt. Okay, ab zum Bürgermeister. Da vielleicht irgendwas? Also ich habe dem Bürgermeister alles gegeben, ne? Mal was nehmen. Herr Bürgermeister, habe ich irgendwas vergessen bei Ihnen? Kann ich helfen? Reden wir. Geht es dir gut? Ja, irgendwie nicht so, ne? Ist ja irgendwie die Hochzeit hier vorbereiten können. Sorry, dass es wieder so lange dauert. Es tut mir leid. Mit dem Priesterin funktioniert er auch nicht. Irgendwas ist nicht ganz richtig. Hat die Quest kaputt gemacht? Dass sie halt nicht mehr funktionieren wird? Ist ein bisschen schlecht. Hausdach flackert. Das Dach flackert so wunderschön wie sie. Okay, hier steht Hochzeitsvorbereitung. Das haben wir schon längst erledigt. Hier ist noch organisiert wird dringend gesucht. Aber Mann, ich kann es immer noch nicht glauben. Aber es gibt einige Dinge vor Hochzeit erledigt werden müssen. Je mehr Gäste kommen, desto besser. Ich muss dafür sorgen, dass möglichst viele Einwohner von Celestia kommen. Muss ich noch mit Jean Bob reden? Ich schau mal.
ob ich mit die Leute hier unten auch reden muss darüber. Reden wir. Okay. Funktioniert nicht. Ich sehe, dass du reden willst. Ja, irgendwie nicht so. Muss ich noch mit dem Bob hier was machen? Verträge? Was für Verträge? Ach, egal. Reden wir. Das ist ja gut. Ich habe keine Zeit für Albernheiten. Was willst du? Okay. nee. Okay. Reden wir? Nein. Okay. Ist irgendwas, was ich vergessen habe? Außer die zwei Werkzeuge. Muss ich allen Leuten die ganzen Questen noch machen, bevor die Heirat losgeht? Oder wie funktioniert das Ganze? Normalerweise haben wir doch alle Kriterien erfüllt. Was noch komisch ist, die Stola habe ich schon abgegeben. Da steht 0 von 1. Das hier, Orgeln in der Kirche repariert, habe ich schon gemacht. Holen Sie sich den Ehering, haben wir auch. Stimmt hier. Moment mal. Muss ich die Eheringe an ihr geben jetzt? Oh. Muss ich die Eheringe bei mir tragen? Also eine Tasche. Weil die Eheringe verheißen habe zu nehmen. Spiel mit der Orgel. Los. Wo sind die Eheringe? Wollten die hier nicht schmissen? Eheringe? Habe ich die draußen hingemacht? Oh. Da. So. Nichts passiert. Geil. Geh nochmal zum Kirche. Nochmal ranfahren. Sorry. Ich entschuldige mich mehrmals, dass die Folge so lange geht. Es tut mir echt leid. Ich will endlich das hier zu Ende bringen. Wir haben alles gemacht und geschafft. Hör mal auf, an deinen Dings da zu kratzen. Ist ja ekelhaft. Geh zur Messe. Ja, aber auch. Ja, ist eine Schenkung. Es ist ja glücklich. Oh, süß. Aber. Meine Güte. Was ist denn jetzt hier nur mit der Kackhochzeit? Oh. Ich bin überfordert. Bin sehr überfordert. Ich glaube, ich habe die Quest oder Aufgabe kaputt gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Mein Gott, da hat er schon mehr gespeichert. Ein Organist wird dringend gesucht. Ja, es klappt ja nicht. Es funktioniert nicht. Die Haushaltsverbreitung ist schon längst durch. Ich verstehe es nicht. Irgendwas muss ich übersehen haben oder vergessen. Bürgermeister. Philipp. Rede mit mir jetzt.
Was? Was ist los mit dir? Geh weg von mir. Hä? Ich wollte handeln mit dir. Ja, richtig. Was willst du? Ich will handeln. Jetzt hasst er uns. Na super. Jetzt wäre ein Spieltag weg. Für nichts. Wir werden immer ärmer. Ja, Schweini, wir auf der Jagd. Nö, ne? Naja. Die Bienen haben ja nicht alle. Ach, egal. Ja, hier es. Es. Und werde glücklich. Okay. Dann muss ich leider an der Stelle aufhören. Wir haben es nicht geschafft, die Quest zu triggern. Oder irgendwie weiterzuführen. Da werde ich wohl oder übel mal nachschauen müssen, warum das so ist und wieso. Ich speichere mal. So. Ja, ich weiß nicht. Ja, klar. Zerstören. Hm. In so Büll ewigen. Frage mich, welcher der beiden mich erwartet. Ja, frage ich mich auch. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hier steht auch nichts infomäßig. Anscheinend hat nur Philipp Ahnung vom Orgelspielen. Ich muss ihn irgendwie davon überzeugen, sein Talent zu zeigen. Ich habe alles besorgt. Es geht nur noch um diesen Philipp. Und ich habe keine Ahnung, ob der Philipp überhaupt was will. Also, ob er es spielen will. Reparieren der Orgel habe ich ja schon gemacht. Also, nur Philipp davon überzeugen. Aber wie? Soll ich ihn erschießen oder was? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sind die Bienen wieder los. So, dann sage ich mal, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Farmers Live mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns am Morgen in der nächsten Folge von Farmers Live. Ciao mit V, ciao mit Ö. Tschüss.